Hans Funken, Schulleiter der Liebfrauenschule Vechta. Ich glaube, seit mittlerweile 8 Jahren gibt es die Zusammenarbeit mit dem Marienhospital und mit Herrn Hohmann. Er kommt alle 2 Jahre zu uns in die Schule, um die beiden Oberstufenjahrgänge über die Organspende zu informieren. Mein Name ist Michael Hohmann. Ich bin seit 15 Jahren Chefarzt hier im Marienhospital in Vechta. Ich stehe der Abteilung für Nierenheilkunde, Nephrologie vor, habe genauso lange das Hobby des Organtransplantationsbeauftragten in der Klinik ausgeübt. Die Zielgruppe der jungen Menschen, 12. 13. Klasse, ist eine ganz besonders interessante und inspirierende Gruppe von Menschen, die mit dem Thema Organspende sehr, wie soll ich sagen, wenig vorbelastet und wenig tabuisierend umgehen. Organspende ist eine Gemeinschaftsaufgabe, eine Solidaritätsaufgabe der Gesellschaft. Die liegt mir sehr am Herzen von Natur aus, weil Organspende als eine Möglichkeit gilt, Menschen von der Dialyse wegzubekommen. Ich weiß, was das für eine Änderung im Leben bedeutet, wenn man nicht mehr bei Dialyse ist, sondern transplantiert. Und ich bin jetzt seit 13 Jahren transplantiert und meine Niere ist immer noch ganz wunderbar und ich bin meinem Spender jeden Tag dankbar. Und das weiß vielleicht so die Umgebung gar nicht, was das bedeutet.